Der FC Gütersloh empfing mit dem SC Westfalia Herne den Vorletzten der Oberliga Westfalen. In den letzten Spielen gab es für die Elf unter Heiko Brunnern beim Gegner allerdings nichts zu holen. Mit dem ehemaligen FCG-Trainer Holger Wortmann kam auch ein spannendes Flair ins Stadion. Die Gütersloher mit den blauen Hemden in dieser Partie. Die ersten Möglichkeiten verbuchte jedoch Westfalia Herne für sich. Achte Minute. Lars Beugmann bringt hier Ferrati zu Fall. Der Gefaulte führt selbst aus. Und da gibt es für FCG-Schlussmann nichts zu halten. 1:0 für die Gäste. Die Gütersloher ob des frühen Gegentores jedoch nicht geschockt. Dafür mit Pressing nach vorn. Fouls und Nicklichkeiten gab es einige. Diese Szene ist nur stellvertretend für viele weitere. Und das sollte auch noch Konsequenzen haben. Der Ball geht in den Strafraum und Lars Beugmann macht sich hier am längsten und köpft den Ball für den Herne-Keeper unaufhaltsam ins lange Eck. 1:1, der Ausgleich. Die Zuschauer sahen ein intensives Spiel, das vor allem im Mittelfeld ausgefochten wurde. Das hatte zur Folge, dass es bis zur Halbzeitpause kaum nennenswerte Szenen gab. Für Highlights mussten andere sorgen. Dass Heiratsanträge auch anders herumgehen und dann auch noch während eines Fußballspiels zeugte von Emanzipation pur. Na, herzlichen Glückwunsch. Die erste Gelegenheit gab es wieder durch eine Standardsituation. Die sorgt mitunter für die meiste Gefahr im Spiel. FCG-Keeper Tischai kann den Ball nur abprallen lassen. Wir befinden uns schon in der 69. Minute. Eckball für die Gütersloher. René Kagels bringt den Ball in den Strafraum hinein. Und Nutznießer ist Marc Birkenhake. 2:1 die Führung für den FC Gütersloh. Jubel auf der einen Seite, Diskussion mit Schiedsrichter Jeromin auf der anderen. Was war da passiert? Fischer Riepe springt zuvor der Ball an die Hand. Dem Spiel tat das nicht gut. Es wurde immer giftiger. Wieder mal ein Freistoß und wieder ist es Ferrati, der ausführt. Und erneut geht er rein, allerdings sieht Torhüter Tischai hier gar nicht gut aus. 2:2 der Ausgleich. Nur wenig später, Westfalia Herne geht voran. Aktas behauptet sich hier und spielt richtig gut durch auf Gumpert. Der schaut sich die Ecke aus und verlädt alle. SC Westfalia Herne führt mit 3:2. Die Schlussphase und der FC Gütersloh mitten im Hintertreffen. Geht da noch etwas? Es folgt ein Zweikampf, der für Wirbel sorgt. Loveso fährt hier den Arm aus, war aber schon gelb verwarnt. Schiedsrichter Jens Jeromin blieb keine Wahl. Erneut eine Standardsituation. Und was da passieren kann, wissen wir bereits. Allerdings findet sich kein gescheiter Abnehmer. Für den FC Gütersloh rennt die Zeit davon und Westfalia Herne stellt sich dagegen. Zu Recht hier mit Gelb verwarnt. Es ist die letzte Möglichkeit des Spiels. Was macht der FCG daraus? Den Ball irgendwie nach vorne bringen, bis Herne Torwart Benjamin Carpentier auf Nummer sicher geht. Und das war's. Der FC Gütersloh verliert gegen SC Westfalia Herne. Die Gäste wahren sich eine Chance gegen den Abstieg. Der FC Gütersloh hingegen ist sichtlich gefrustet. Es ist immer schwer. Na klar. Aber was soll ich dazu sagen jetzt? Ich hoffe erstmal, dass jetzt ein paar wieder zurückkommen. Auf jeden Fall die beiden, die gesperrt werden. Dafür ist Kagels jetzt mit einer 5. gelben Karte gesperrt. Also die Personalsituation wird sich nicht wahnsinnig entscheidend ändern. Und das heißt, es wird nicht einfacher werden. Naja, wir wollen in der Oberliga bleiben. Ne? Wir wollen nächstes Jahr weiter Oberliga spielen, nächstes Jahr wieder in diesem schönen Stadion hier Fußball spielen. Und deswegen gibt es da auch keine Ausreden. Wir müssen arbeiten. Und jetzt am Donnerstag das nächste Spiel gegen Ennepetal. Und müssen halt sehen, dass wir weiter punkten. Bis zur nächsten Partie gegen den SV Lippstadt wird man in Gütersloh noch einiges aufarbeiten müssen.